So Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Genau, wir fahren nämlich jetzt nach Bremen und ich bin noch total müde und kaputt. Judy hat verschlafen, hätte sie nicht aufgewacht oder angerufen. Ja. Und ja. Und ich nehme euch auf jeden Fall heute mit durch meinen Tag. Ich zeige euch so ein bisschen Bremen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Meine Sparkasse. Und jetzt wollen wir Geld. Und dann geht's ab nach Bremen. Voll geil, ne? Ich hoffe, dass wir noch ankommen heute, Julie. Dann sehe ich echt schwarz. Dann können wir auch gleich so vor nach Hause fahren. Dann macht das auch gar ganz keinen Lust mehr. Und schaut mal, wie schön. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Wir sind da. So, jetzt heißt es Geld ausgeben. Und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal ein Wort davon war. Was auf jeden Fall sind wir jetzt da. Und ja, ich bin total gespannt, wie es wird heute. Ich muss immer ein bisschen darauf achten, dass ich auch vlogge, weil ich meistens immer mehr auf Snapchat aktiv bin. Aber ich versuche auf jeden Fall hier auch zu vloggen. Das Problem ist, ich hätte eigentlich auch gerne was von Starbucks. Ja, klar. Toll, jetzt gehen wir doch nicht mehr was trinken bei Starbucks. Jetzt müssen wir erstmal McDonald's suchen. Wir hoffen, wir finden hier irgendwo McDonald's. Ja. Das ist total kompliziert, finde ich, ne? Ich glaube, ich nehme einfach Basics, Double Cheese ein und dann einfach noch eine Cola. Wo sind die Getränke da? Softdrinks, Coca-Cola. So, unser Essen ist da. Ich habe mir einen Doppel-Cheeseburger bestellt und eine mittlere Cola. Hallo. Thomas.
So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall aus dem Waterfront raus. Wir sind total kaputt. Jetzt fahren wir noch in die Stadt. Wir werden da vielleicht noch ein paar Besorgungen machen. Und dann, was dann? Dann gehen wir, glaube ich, noch was essen und dann ist es auch schon so weit, dass wir wieder nach Hause fahren. Nico? Wow, Starbucks hat mal meinen Namen richtig geschrieben. So, Lieben, wir sind jetzt aus Starbucks raus und wir sind erstmal total fertig. Wir haben keinen Platz gefunden, müssen draußen sitzen, es ist arschkalt. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich noch eben schauen, was wir machen können. Ich glaube, wir gehen noch irgendwo noch shoppen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier gerade, wie nennt sich das hier? Freimarkt, ne? Jetzt haben die hier Freimarkt, deswegen ist ja auch so viel los und komische Musik. Auf jeden Fall nehme ich euch weiterhin mit. Und ich hoffe, dass wir nach Hause kommen, weil es Sturmwarnung kam. Also um 18 Uhr soll hier in Bremen alles gesperrt werden in der Stadt. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass wir nach Hause kommen und dass die Bahn irgendwie nicht ausfällt nach Emden. Das wäre echt Mist. Dann müsste ich echt ein Hotel. Auf jeden Fall geht die Musik mir ein bisschen auf den Geist. Also die macht mich leicht ein bisschen nervt ein. Also ich neige schon aufzustehen, aber hier läuft überall so eine Musik, also überall eigentlich. Deswegen glaube ich, dass es nichts bringt aufzustehen. Und ich glaube, ihr wollt auch gar nicht wissen, wie viel Geld ich hier gelassen habe in Bremen. Also das sind locker fast 400 Euro. Also man redet nicht über Geld, aber es sind locker 400 Euro, die ich hier in Bremen ausgegeben habe. Das ist schon echt eine gute Summe. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt noch machen wollten. Ich glaube, wir wollten irgendwo noch was essen gehen. Aber die Leute, die gucken mich einfach alle an, als wäre ich irgendwie so ein Astronaut, der irgendwie was Schlimmes macht. In Wirklichkeit habe ich einfach nur eine Kamera in der Hand. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ich finde, hier muss man total aufpassen, dass man nicht von der Straßenbahn überfahren wird. Ansonsten ist man tot. Einfach nur tot. Und zwar haben wir ein Riesenproblem. Leider ist unser Zug extrem voll, dass wir da nicht mehr drin sitzen können. Und das heißt, wir müssen mega lange warten, bis unser nächster Zug kommt. Also sehe ich gar nicht. Der nächste kommt, glaube ich, erst um 20 Uhr. Und jetzt müssen wir auf den nächsten Zug warten. Und ich glaube, der kommt erst um 20 Uhr oder so. Das heißt, wir müssen jetzt echt lange warten. Aber ich glaube, ich beende diesen Vlog auch hier. Ich hoffe natürlich, euch hat der Vlog gefallen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine Video mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt beim nächsten Video wieder. Tschüss!